sein, den ich gestern gehört habe. Johannes Heesters ruft seine Autowerkstatt an und sagt zum Meister: Herr Müller, ich habe ein Problem mit meinem Navigationsgerät. Können Sie den Wagen abholen? Sagt er: gar kein Problem, checken wir durch. Machen Sie auch, bringen den Wagen wieder zurück. Tja, sagt er, Herr Heesters, wir haben nichts feststellen können. Wo ist denn das Problem? Tja, sagt er, wissen Sie, immer wenn ich an einem Friedhof vorbeifahre, sagt mir der Navigator, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Tja, so kann das gehen. Hier ist er, liebe Gäste, unser Udo. Der hat einen Titel mitgebracht, der ist 150 Jahre alt und wirklich ein Evergreen. Feiern Sie mit uns gemeinsam, auf geht's auf alle sieben Weltmeere. La Paloma ist jetzt für Sie. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus aufs Meer. Mein Kind, sei nicht traurig, tut doch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich zieht die Sehnsucht vor in die weite Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sternen. Ach so, Inge! Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Weine nicht, mein Kind, die Tränen, sie sind vergebens. La Paloma, ich will dir immer treu sein. Nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt noch an Land. La Paloma, dann wird alles vorbei sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann bringt mir die große Freiheit. Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Maskop weit in die Welt hinein. Seemann, gib Acht, denn strahlt auch der Gruß des Friedens. Hell durch die Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. La Paloma, ich will dir immer treu sein. Einmal holt uns das Meer und die See gibt keinen von uns zu. La Paloma, dann wird alles vorbei sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann bringt mir die große Freiheit Glück. Willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo! Ich freue mich, dass ich als erster Vorsitzender des Eigenheim- und Grundbesitzer Rudo e.V. Ihnen in den nächsten Minuten den Grund und die Freude unseres heutigen Beisammenseins näher bringen darf. Genau heute, am 8. Mai, vor 90 Jahren, anno 1921, wurde unser Verein gegründet. Aus diesem Grund möchten wir mit Ihnen, liebe Gäste, liebe Ehrengäste, liebe Ehrenmitglieder, liebe Vereinskameraden und Kameraden, unser 90-jähriges Bestehen feiern. Selbstverständlich gehört zu jedem Jubiläumsfest auch eine Festrede des ersten Vorsitzenden. Viele Gedanken sind durch meinen Kopf gegangen. Wie fange ich an? Wie gestalte ich den Inhalt meiner Rede?
irgendwann kam mir der Gedanke, wir machen eine kleine Reise durch die Geschichte unseres Vereins. Sicherlich werde ich nicht alles und nicht alle Stationen, die der Verein erlebt hatte, genau bis ins i-Tüpfelchen erwähnen. Lassen wir uns beginnen vor dem Jahre 1921, also vor Gründung unseres Vereins. Udo war eine Landgemeinde, die sich mit den anderen im Herbst 1920 zu einer neuen Stadtgemeinde Berlin zusammengeschlossen hatte. Udo war sehr ländlich und zählte 1920 bis 1921 etwa 3000 Einwohner. Diese Einwohner lebten zwischen den Straßen Happenstraße, Prirosser Straße, damals noch Benderstraße, Köpenicker Straße und Alt-Rudo und dem Bahnhof Rudo. Hier pulsierte damals, zur damaligen Zeit, das Leben von Rudo. Hier war die Welt noch einigermaßen in Ordnung. So zogen dann auch immer mehr Siedler nach Rudo und wurden ansässig. Aber da, wo Menschen zusammenleben, entstehen auch Knackpunkte und Probleme. Und um diese Probleme gemeinsam zu lösen, ist man auf den Gedanken gekommen, eine Siedlungsgemeinschaft zu gründen. Der Wille verstärkte sich so sehr, dass dann am 8. Mai 1921, also genau heute vor 90 Jahren, eine Siedlungsgemeinschaft gegründet wurde. Die Gründungsversammlung fand im Lokal Ruperts Vereinshaus in der Neuköllner Straße 257 in der heutigen Alt-Rudo-Straße statt. Die Siedlergemeinschaft erhielt den Namen Siedlerverein Neu-Rudo. Wie bereits erwähnt, wohnten und lebten die Rudower Bürger in den Grenzen der Kappenstraße, Prirosser Straße, Köpenicker Straße und Alt-Rudo. Nur wenige Straßen nach und von Rudo waren befestigt bzw. gepflastert. Also musste etwas getan werden. Und wie soll es anders sein? Unsere damaligen Vereinsmitglieder und der damalige Vorstand haben gründliche Arbeit geleistet. Sie haben dafür gesorgt, dass vernünftige Straßenverbindungen entstehen und eine für damalige Verhältnisse gute Infrastruktur aufgebaut wurde. So setzten sie sich dafür ein, dass die damalige einspurige Straßenbahnlinie 47 nicht nur stündlich, sondern halbstündlich und dann sogar viertelstündlich fuhr. Durch viele Gespräche mit handfesten Argumenten und Behörden, mit Behörden und Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe gelang es unter unserem damaligen Vereinsvorsitzenden, dass aus der einspurigen Trasse eine zweispurige Trasse wurde. Diese zweigleisige Trasse endete jedoch in der Höhe der heutigen Fritz-Erler-Allee. Erst später wurde die Strecke bis zur heutigen Rudower Spinne verlängert. Und es zogen immer mehr Siedler nach Rudo. Das Land wurde nun in Parzellen aufgeteilt. Die Wege zu den einzelnen Siedlungen waren mit Nummern versehen. Die Postzustellung und das Finden einzelner Siedler gestaltete sich sehr schwierig. Es musste wieder eine Lösung her. Auch hier hat unser Verein gute Arbeit geleistet. Die Mitglieder unseres Vereins haben jetzt die Wege mit Namen versehen. Diese Namen wurden auf Brettern 50 x 50 cm aufgemalt und an die Eckpfeiler der Siedlungspfeile genagelt. Die Namen wurden dann später von den Behörden übernommen. Aber auch für die Errichtung der Freileitung für den Strom, für Hydranten und der Berufsfeuerwehr setzten sich die Vereinsmitglieder und der Vorstand ein. Sie haben damals sehr viel auf die Beine gestellt, sehr viel geleistet und viel erreicht. Alles zum Wohle der Rudower. Entschuldigung. Zum ersten Stiftungsfest 1922 im Gasthaus zum Kühlen Grunde trafen sich gut 50 Personen und feierten harmonisch bei Tanz und Musik. Aber nicht alles war immer harmonisch und friedlich. Innerhalb des Vereins bildeten sich Splittergemeinschaften, unter anderem die sogenannten Freien Siedler, die mit Propagandazettel der KPD den anderen Vereinsmitgliedern arg zu schaffen machten. So beschloss man dann jegliche Parteipolitik innerhalb des Vereines von den Sitzungen auszuschließen. Dieser Beschluss gilt noch heute und ist in unserer Satzung verankert.
Im Zeitfenster 1935 bis 1936 wuchs die Mitgliederzahl unseres Vereins auf gut 1000 Personen. Weitere unterschiedliche Gruppierungen der Siedlungen entstanden. So unter anderem die Frontkämpfer, die Arbeitslosen und die kinderreichen Siedlungen. Der Name unseres Vereines, Siedlerverein Neurudo, blieb bis zum Januar 1936 bestehen. Es gab eine Vorschrift, die vorschrieb, dass Siedler Personen sind, die ihr Häuschen auf Erbpacht zu stehen hatten. Sekunde. Viele Vereinsmitglieder waren aber nicht mehr Siedler, sondern sind Eigentümer der Grundstücke geworden. Und so entstand durch Beschluss am 1. Januar 1936 der heutige Vereinsname Eigenheim und Grundbesitzer Rudo e.V. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Hier wurde es ruhig um und im Verein. Wie überall, so wurde auch in Rudo einiges zerstört. Am 2. Dezember 1943 brannte ein Teil der Kirche, die Pfarrei und das Gemeindehaus. Viele Häuser gingen in Flammen auf. Am 24. April 1945 wurden bei einem erneuten und letzten Fliegerangriff die Kirche und das Pfarrhaus richtig zerstört. An diesem Tag 1945 war auch für die Rudower der Krieg zu Ende. Was blieb, waren Hunger, das zerstörte Rudo und der Verein. Die ersten Versammlungen nach dem Krieg mussten von der russischen Kommandantur genehmigt werden. Es wurde ein neuer Vorstand nach dem demokratischen Vereinsrecht gewählt und er nahm seine Aufgabe gewissenhaft auf und führte im Sinne aller Siedler und Eigentümer die Interessen weiter. So wurden die Verkehrsverbindungen bis Schönefeld kostenfrei weitergeführt, denn ab der Rudower Spinne führte die Straßenbahnlinie 147 nach Schönefeld. Hier musste man beim Umsteigen nochmals bezahlen. Aber auch innerhalb des Vereines ist man sehr aktiv geworden. Insbesondere die Frauen unseres Vereins deckten ihr Obst ein und spendeten das eingeweckte und das geerntete Obst den Patienten des Neuköllner Krankenhauses. So konnten unter anderem 1946 sage und schreibe 46 Zentner Obst und Gemüse überbracht werden. Im Jahr 1948 schon 75 Zentner. Auch älteren Menschen in Rudo wurde mit Nahrungsmitteln, Saatgut und Kunstdünger und vieles, vieles mehr unterstützt. Die Mitgliederzahl stieg stetig an, sodass 1947 schon 2200 Mitglieder gezählt werden konnten. Um allen Mitgliedern Informationen zukommen zu lassen, hatte man unsere Vereinszeitschrift Das Grüne Blatt ins Leben gerufen. Jedoch unterlag es der amerikanischen Zensur. Jedes Exemplar musste in Deutsch und in Englisch verfasst werden und der amerikanischen Kommandantur zur Genehmigung vorgelegt werden. Dann trat so allmählich die Normalisierung, die Mitgliederzahl stieg stets an, sodass 1947 schon 2200 Mitglieder gezählt werden konnten. Dann trat so allmählich die Normalisierung in Rudo und in der gesamten Region ein. Die Verteilung der Lebensmittel wurde eingestellt und so schrumpfte auch die Mitgliederzahl im Verein. In den Nachkriegsjahren und danach in der Zeit des Rock'n'Roll und des Petticoats ereigneten sich mehr oder weniger größere oder kleinere Ereignisse und Aktivitäten. Es wurden zum Beispiel 1945 eine Veranstaltung mit dem Namen Rudor Grüne Tagen ins Leben gerufen und fanden jährlich im Juliuspark statt. 1951 wurde eine Schaf- und Ziegenzuchtgruppe gegründet. Aber auch mit einem Jugendorchester konnte unser Verein dienen. Es wurde die Kleintierschau ins Leben gerufen. Hier konnte man stolz auf Züchtungen von Kaninchen, Kanarienvögeln, Tauben und vielen anderen Tieren sein. Viele Berliner, nicht nur die Rudower, brachten ihre Züchtungen herbei. Selbst der Berliner Zoo beteiligte sich an den Ausstellungen der Kleintierzüchter bei den Rudower Grünen Tagen.
Bis 14. September 1953 hatte unser Verein noch kein eigenes Vereinsgelände, geschweige ein eigenes Vereinshaus. Durch einen Beschluss kaufte der Verein dann dieses Gelände von dem Vereinskameraden Giese und somit war der Weg frei für das eigene Vereinshaus. Am 7. August 1955 war im Beisein des damaligen Bezirksbürgermeisters die Grundsteinlegung. Am 22. Oktober 1955 wurde Richtfest gefeiert. Die Baukosten betrugen damals 27.600 Mark. Allgemeine Probleme und Knackpunkte, die teilweise noch heute existieren, wurden jetzt im Vereinshaus besprochen und den Betroffenen geholfen. Wie zum Beispiel das Grundwasser in den Kellern von einigen Hauseigentümern. Seit 1956 besteht dieses Problem und keiner findet seitdem eine vernünftige Lösung. Die ersten Rechtsberatungen fanden im Keller in der jetzigen Rammlerklause statt, dort unten in der Ecke. Wie auch heute wurden auch schon damals Versammlungen mit Politikern und Fachleuten einberufen und sehr gut besucht. Aber auch gesellschaftliche Themen, Vorträge, zum Beispiel von einem Oberarzt aus dem Neuköllner Krankenhaus oder ein Lichtbildvortrag über eine Asienreise, zogen die Versammlungsteilnehmer in ihren Bann. Der Bezirksschornsteinfeger war ein gern gesehener Gast und referierte über neue Vorschriften. Bei einem besonderen Thema war man immer ganz aufmerksam und gespannt. Es war der Straßenbau. Denn die Siedler von Rudow hatte man es zu verdanken, dass die Straßen geschaffen und gebaut wurden. Und so achtete man auch ganz genau auf den Straßenbau für den Betunienweg, Fenchelweg, Rittersporenweg, um nur einige zu nennen. Insbesondere auch, weil nunmehr die Pflasterkasse durch das Erschließungsgesetz aufgelöst wurde. Die Beiträge konnten erst nach langwierigen Gesprächen gutgeschrieben und bis zum neuen Baugesetz verzinst werden. Erst vor einigen Jahren, im Jahre 2006, wurde das Straßenausbaubeitragsgesetz vom Abgeordnetenhaus Berlin verabschiedet und umgesetzt. Was haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Straße Alt-Rudow nicht über das Straßenausbaubeitragsgesetz abgewickelt wird? Es half nichts. Die Politiker ließen nicht mehr mit sich reden. Ein ganz großes Thema, bevor ich zum Abschluss komme, darf nicht vergessen werden. Im Jahre 2002 wurde das Biomasseheizkraftwerk in der Kanalstraße auf dem ehemaligen Gelände von Eternit errichtet. Auch hier hatte sich unser Verein mächtig ins Zeug gelegt. Es wurden eine Bürgerinitiative gegründet, mehrere Versammlungen wurden einberufen. Teilweise reichte unser Vereinshaus nicht mehr aus, sodass in Schulen ausgewichen werden musste. Keiner wusste so recht Bescheid, was Biomasse ist. So waren die Rudower sehr aufgebracht, weil man befürchtete und Angst hatte, dass hier in Rudow eine Müllverbrennungsanlage errichtet wird. Durch die Bürgerinitiative und durch die Aktivitäten des Vereinsmitglieder erhielten der Betreiber Harpen EKG während der Planung Auflagen, an die sie heute noch zu kauen haben. So dürfen zum Beispiel nur 20% des gespannten Holzes über die Straße zum Werk gebracht werden. Meine lieben Vereinsfreunde, liebe Gäste, Sie haben nun einen kleinen Einblick bekommen, was unser Verein in den zurückliegenden 90 Jahren geleistet hat und erreichen konnte. Wir vom jetzigen Vorstand wollen so weit wie möglich in die Fußstapfen derer treten, die dies alles ermöglicht haben und sagen denen ein ganz großes Dankeschön. Der Martin hat was vorbereitet hier und zusammen gibt es jetzt ein Happy Birthday. Ja? Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alles Liebe, alles Gute, Happy Birthday to you. Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday.
birthday to you. Nachträglich. Alles Gute. Für Sie auch. Alles Gute, ja. Und weiterhin natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Herr Schamberg, Sie sind ein ständiger Gast hier der Eigenheimer und Grundbesitzer. Sie sind auch Häusle-Eigentümer, ist das so? Jawohl, ich bin Mitglied schon seit Jahren in diesem Verein und finde ihn sehr wichtig, denn er bezieht sich ja auch auf die Belange, wenn es Probleme im Rechtsstreit geht und so weiter. Und das ist eine wichtige Institution, wie auch der Bürgermeister gerade Buschkowski gesagt hat, eine wichtige Institution. Man muss jemanden haben, der auch der Vertreter ist, der vielen Eigenheimer hier. Und ich hoffe, dass doch mehr noch in diesem Verein eintreten, um noch mehr Stärke zu zeigen. Sie sind ja nun nicht nur Eigenheimer, Sie sind auch in der Politik vertreten, Sie sind in der Bezirksversammlung und haben die ein oder andere Interesse zu vertreten. Das ist natürlich mit Sicherheit bestimmt nicht so ganz einfach. Herr Buschkowski hat ja vorher eben in seiner Laudatio darauf hingewiesen, dass die Eigenheimer aus der Stärke herausgeboren sind, die ihr Auftrag ist, nämlich zu schützen. Sie haben es eben auch dargestellt. Schutz bedarf der Mensch in jedem Fall und er fühlt sich vermutlicherweise am besten beschützt in der Gemeinschaft. Sehe ich das richtig so? Das stimmt. Das ist, steht an erster Stelle. Das war auch immer mein Ziel in der BVV seit über 20 Jahren. Der Bürger steht immer an erster Stelle. Und ich glaube, dass wir gemeinsam, denn es geht nur gemeinsam mit den Bürgern, als Bezirksverordneter viele Dinge auf den Weg gebracht haben, ob es Spielplätze waren, Straßensituationen geändert wurden, Bebauungspläne nachträglich noch im Verfahren korrigiert worden. Wir sind an sich bestrebt, immer zum Wohle der Menschen etwas voranzubringen. Und ich glaube, in den vielen Jahren ist es mir auch schon ganz gut gelungen. Aber es geht halt nur mit den Menschen zusammen. Die stehen bei mir an erster Stelle. Und ich glaube, das hat sich auch bewährt. Es ist in der Regel so, wenn man durch die Jahrhunderte geht und die Politik betrachtet, einer regt an, sucht sich die Mehrheit oder sucht sich die Gemeinschaft, wie in diesem Fall hier den Haus- und Grundbesitzerverein, und versucht, diese Ideen umzusetzen mit den Leuten gemeinsam zum Wohl des Ganzen, also zum Wohl des Ziels. Sehe ich das richtig so? Das ist korrekt. Anders geht es auch gar nicht. Anders kann Demokratie nicht funktionieren. Und wir sind stolz darauf, dass wir diese Demokratie haben. Und darum gibt es ja viele andere Vereine, mit denen man intensiv zusammenarbeitet. Auch die Kleintierzüchter haben ja ihre Bedürfnisse. Und auch die AG Rudo hat ihre Bedürfnisse. Wir haben den Straßenausbau vollzogen in Zusammenarbeit mit den Bürgern dort vor Ort. Und das ist auch sehr gut gelungen. Und nur so kann es funktionieren, nur gemeinsam. Und das ist erste Priorität. Das Straßenausbaubeitragsgesetz hat ja nicht nur Freude hier gebracht, sondern auch, da gab es mitunter sehr harsche Töne. Es ist verständlich. Man ist sogar so weit gegangen, dass man dem Bezirk oder der Stadt oder dem Land nachgesagt hat, die ziehen dem Bürger das Geld aus der Tasche. Andererseits aber, wenn man daran denkt, dass der Vorsitzende bei der Laudatio, bei der Geschichtslaudatio dargestellt hatte, dass die erste Arbeit, die sie hatten, Straßen zu bauen war, kann man doch da eine Parallele ziehen, oder sehe ich das falsch? Nein, das ist korrekt, was Sie sagen. Wir hatten ja das. Rudo war ja sehr hervorragend, als es damals um den ersten Straßenbau ging. Man hatte einen Fonds, den man eingezahlt hat. Und der Straßenausbaubeitrag ist umstritten. Andere Bundesländer haben schon vor vielen, vielen Jahren das eingeführt. Da gab es nicht so einen Aufschrei, obwohl die Bürger auch mit hereinbezogen wurden. Aber ich glaube, wenn eine Straße 40, 50, 60 Jahre schon abgenutzt ist, dass vielleicht auch die Anrainer, die Anwohner, ob es jetzt Eigenheimer sind oder aber auch Mietbereiche sind, große, dass sie dann auch einen gewissen Anteil zahlen sollten, denn sie haben die Straße ja auch genutzt und ich glaube schon, dass es nicht zu vermeiden ist. Vielleicht wird man später nach der nächsten Wahl jetzt vielleicht darüber intensiv diskutieren müssen, ob die Belastung der Einzelnen vielleicht doch heruntergeschraubt werden können, aber ganz, glaube ich, wird es nicht gehen. Und die Menschen haben ja, wir leben ja in einer Demokratie, wie ich sagte, haben ja das Recht, wenn sie jemals dann diese Rechnungen bekommen, ihre Anteile nachlesen können, was sie zu bezahlen haben,
dann können Sie Einspruch erheben, Sie können dagegen Klageweg einschreiten und dann wird auf anderer Stelle entschieden, ob das rechtens abgelaufen ist nach Recht und Gesetz oder ob es da Fehler gab und dann werden wir sehen. Es gab ja ein anderes Beispiel in der Waltersdorfer Chaussee, da sind die Anwohner ja eindeutig nachträglich noch entlastet worden, als man Verfahrensfehler festgestellt hat, also immer zum Wohle der Bürger selbst. Letzten Endes muss man aber dazu sagen, dass gerade Straßenbau und Straßenreparatur der Allgemeinheit dienen und die Allgemeinheit profitiert davon. Das heißt, auch der Anwohner. Also muss man das etwas differenziert sehen. Ist das so? Das machen wir auch so. Das haben Sie sehr gut erwähnt. Es ist ja so, dass wir viele Straßen in Neukölln oberflächlich gefräst haben. Es gibt das Sonderprojekt schon das zweite, dritte Mal von der Senatsverwaltung Stadtentwicklung. Und da sind ja Millionen freigesetzt worden. Und so haben wir in der Hermannstraße, Britzer Damm und so weiter viele Straßen nur oberflächlich gefräst. Damit ist die Haltbarkeit für die nächsten 10, 15 Jahre gesichert. Und das geht nicht zulasten der dort Wohnenden, sondern das bezahlt das Land Berlin. Und das ist eine vernünftige Lösung, nicht erst zu warten, bis eine Straße kaputt ist, sondern schon einzugreifen. So genauso geht es unseren Fahrradwegen. Einige Fahrradwege mussten wir leider umlegen, weil sie komplett neu gebaut werden mussten. Aber viele haben wir teilweise ersetzen können und somit ist keine Belastung gegenüber den Bürgern aufgekommen und zum Wohle der Fahrradfahrer für die Allgemeinheit. Vielleicht noch eins zum Schluss. Wenn man bedenkt, dass 1945 alle Straßen kaputt waren, ja, und man völlig neu arbeiten musste, dann erkennt man heute erst, was in der Nachkriegszeit geleistet wurde. Ist das so? Das stimmt. Also die Leistung, die Nachkriege hier, gerade auch in Berlin, die haben diese totale Zerstörung erfasst. Da wurde vieles gemacht. Man muss den Leuten immer wieder Wertschätzung gegenüberbringen, die ja nur leider auch nicht mehr leben, aber die auch noch leben. Da muss man wieder sagen, diese Menschen haben Berlin mit aufgebaut. Das eine Riesenleistung, auch das Städtebauprojekt Wiederaufbau. Also die Menschen haben sehr viel geleistet, wenn man bedenkt, was sie vorher für Leid erlitten haben. Und das muss man wirklich immer wieder anerkennen. Es gibt ja viele Ehrenmale, die daran erinnern und das muss man auch schätzen und auch begegnen und damit umgehen und es nach außen immer wieder tragen. Nicht erst heute, morgen, sondern noch übermorgen und in den nächsten Jahren. Man muss immer wieder daran erinnern, was wir hatten und was Menschen geleistet haben zum Wohle der Allgemeinheit. Nicht, dass es Missverständnisse gibt. Die 90 meint nicht mich. Ja? Also auch wenn ich so aussehe. Und willst du aber werden? Naja, mal sehen, ob ich es schaffe. Meine Mutter hat es ja bis 99 geschafft. Und kurz vor der 100 hat sie es dann doch geschmissen. Aber ich glaube nicht, dass ich das so weit schaffe. Aber wenn Sie der Meinung sind, ich habe das ja Ihren enthusiastischen Reaktionen entnommen, dass man mir also 90 noch nicht abnehmen würde. Naja, in meiner Haut lasse ich eben nur Wasser und CD, nicht? Ein bisschen Homozenter und so ein bisschen an die Reklame der letzten Jahrzehnte zu erinnern. Ja, meine Damen und Herren, ich bin wirklich, wirklich zufrieden, dass der Fahrer das geschafft hat, mich hierher zu bringen, weil wir waren gerade bei einer Messe bei der Industrie- und Handelskammer. Und waren in einem Kessel. Es gibt wieder einen Marathon in der Innenstadt und wir sind dann hier rausgekommen. Überall, wo wir hinkamen, standen nette, freundliche Leute in einer einheitlichen Kleidung, man nennt das, glaube ich, Uniform, und haben uns erklärt, hier nicht lang. Ja, und wir wissen jetzt, wie das ist mit so einem Kreis, in dem man sich da immer hin und her bewegt. Und dann haben wir es doch geschafft und so freue ich mich, dass ich Ihnen heute hier für das Bezirksamt auch zum Geburtstag ein paar nette Grüße bringen kann. Und verdient haben sie sich ja, wenn es heute regnen würde, dann sollten sie darüber mal nachdenken, ob sie was in der Vereinsgeschichte falsch gemacht haben. Ist aber nicht. Sonne scheint. Muttertag ist. Tja, Mensch, was willst du mehr? Und Sie können dann auch noch auf die Ruhrer Meile irgendwann gehen und Karussell fahren. Das ist alles möglich. Die letzten Vereinsstreitigkeiten
die können Sie dann im Boxring von Firma Blisse austragen. Da gibt es auch Handschuhe, damit man sich nicht so wehtut. Aber Spaß beiseite. Der Vorsitzende hat ja darauf hingewiesen, was eigentlich der Ursprung dieser Vereinigung ist. Der Ursprung war nämlich Solidarität bei der Besiedlung. Aus der Besiedlung ergaben sich Notwendigkeiten, die erstmal lächerlich damit begannen, dass wir ein paar Nummern verteilen mussten, damit die Post zugestellt werden kann und dass es Straßen gibt. Und daraus entstand dann die Siedlergemeinschaft und daraus irgendwann der Eigenheim- und Grundbesitzerverein. Und es war eigentlich Gemeinsinn, nicht eigentlich, es war Gemeinsinn, dass Menschen völlig logisch zu dem Schluss kamen, was einer nicht kann, können aber mehrere. Gemeinsam sind wir stärker. Und dann, wenn so etwas dann 90 Jahre hält, also das heißt, sie haben jetzt 10 Jahre Zeit, aufs 100-jährige Jubiläum zu sparen, weil das wird ja dann eine richtige Feier. Sie sollten das Festkomitee schon in diesem Jahr benennen und rechtzeitig mit dem Einsammeln der Sonderbeiträge beginnen. Naja, ob ich da noch eingeladen bin, weiß ich nicht, aber vielleicht doch. Natürlich dann nicht mehr in einer amtlichen Funktion, weil Sie haben mich mein Leben lang begleitet, Sie nicht als Personen, aber als Institution, weil immer, wenn ich zur Schule ging, in die Köpenicker Straße, dann musste ich bei den Eigenheim- und Grundbesitzern vorbei. Und ich sah immer die Werbung für die Ausstellungen. Also die Institution ist mir quasi mit schon in mein junges Leben gelegt worden. Und dass ich hier mal stehe und zum 90. Geburtstag Glückwünsche überbringe, hatte ich mir da so noch nicht ausgemalt. Aber der 90. Geburtstag in jeder Form war einem jungen Menschen auch fern. Das ist eine unvorstellbare Größe. Sie verstehen sich auch heute noch als eine Gruppe von Menschen, die sich über gleiche Fragen, über gleiche Probleme austauscht und sagt, irgendwann müssen wir denen im Rathaus mal immer ein bisschen Feuer unter dem Podex machen. Das ist unangenehm bei denjenigen, worunter das Feuer angelegt wird. Und einmal im Jahr habe ich ja auch bei Ihnen anzutreten und Rechenschaft abzulegen. Das geht mal freundlicher miteinander. Aber in Jahren, wo es auch unterschiedliche Sichtweisen zu Fragen gibt, geht es auch mal engagierter. Gleichwohl haben wir immer einen Weg gefunden, uns so auszutauschen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder getroffen haben. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. In der Chronik des Vorsitzenden, ich hoffe, dass er sie so gehalten hat, wie ich den Entwurf kenne, nicht, dass ich Dinge erzähle, die er weggelassen hat. Ich habe keine zweite Rede geschrieben. Sind aber auch Dinge der Neuzeit gewesen. Und auch Dinge, wo ich nicht verheimlichen will, die einem Bürgermeister und einer Bezirksregierung nicht so gefallen. Und wobei ich gar nicht weiß, ob das immer mit dem Verein zu tun hatte oder nicht. Weil die Sache mit dem Biomassekraftwerk, die war schon so zweischneidig. Weil wir sind natürlich diejenigen, die den Gesamtbezirk im Auge behalten müssen. Und Aussagen wie, was interessiert uns in Rudow die Miete und die Heizkosten der Leute in der Gruppestadt, sowas tut denn manchmal auch schon weh. Weil das mit Solidarität überhaupt nichts zu tun hat. Und die Frage um die Schule, um die Kleober-Schule, die war auch sehr zweischneidig. Wenn man selbst die Phase mit Kindern und Enkeln hinter sich hat,
dann kann man eine sehr entspannte Haltung zum Neubau einer Schule annehmen. Wenn man das aber nicht hat, dann ist es die Pflicht der Politik, dafür zu sorgen, dass die nächsten Generationen vernünftig ausgebildet werden. Und das, wo viele junge Menschen sind, auch mal das eine oder andere ein bisschen lauter zugeht, das ist so. Also jedenfalls kann ich das für die Gegenden bestätigen, in denen ich mich rumgetrieben habe, in Odo. Und ich bin auch nicht immer mit Filzlatschen durch die Gegend gelaufen. Und der eine oder andere oder die anderen von Ihnen auch nicht. Das, so ist das nun mit den unterschiedlichen Generationen. Nur hat sich das Problem ja Gott sei Dank, dank der Finanzkrise der amerikanischen Banken, bei uns in Wohlgefallen aufgelöst. Weil das verkaufte Grundstück unten bei Mercedes wird nun für die Schule genutzt und der Zankapfel am Ostburger Weg ist damit aus dem Wege geräumt. Wäre das aber nicht so gekommen und wäre das Grundstück nicht zurückgekommen, dann hätten wir ein richtiges, dickes, fettes Problem miteinander gehabt. Und ich weiß nicht, ob Sie mich dann heute eingeladen hätten. Und weil ich habe immer kein Hehl daraus gemacht, dass der Schulbau vorgeht, aus meiner Sicht. Und ich kann das auch verstehen. Also menschlich ist das ja nachvollziehbar, dass niemand nebenan eine Schule für 700 bis 1000 Kinder haben will. Das ist schon klar. Also ich sag mal, der Kurpark von Bad Bevensen ist das nicht. Aber das ist eine Straße auch nicht. Es hat sich in den 90 Jahren viel getan in Rudow. Das wissen Sie besser als ich. Und wenn ich heute die Proteste lese und höre, wie das ist, wenn Hallo. Auch Jugendliche ein Stück weiter zur Schule fahren sollen, dann erinnere ich mich immer an die Zeit, wo ich mit der 47 bis zur Buschbruckbrücke gefahren bin und 7.24 Uhr am Färbeliner Platz als Lehrling anfangen musste. Und da hat mich kein Mensch gefragt, wie das ist mit der Straßenbahn, die dann um 5.40 Uhr an mir vorbeifuhr, an der Haltestelle Stubenrohrstraße, Straße, weil sie nämlich voll war. Und so verändern sich die Zeiten. Und es hat uns später dann auch keiner gefragt, als wenn wir in die Stillenstadt gefahren sind, wir uns an der Stubenrohrstraße und manchmal auch schon vorher am Stau hinten angestellt haben, um in die Stadt zu kommen. Das alles sind Dinge, die sind heute Geschichte, die sind vorbei. Davon erzählen sich ein paar Menschen mit einigen Jahrzehnten auf dem Buckel. Von denen, die noch mehr auf dem Buckel haben, die können auch ganz andere Geschichten erzählen, nämlich aus der Zeit, bevor es Frieden wurde, wie es dann hier war. Mein Bruder ist ja älter als ich gewesen und sie hat mir immer erzählt, wie sie mit meinem Bruder auf dem Rücken durch die Schützengräben gerannt ist. Aber das lassen wir heute beim Geburtstag aufweg. Beim 90. Geburtstag, wissen Sie ja, da gibt es einen berühmten Film, den mit dem Tiger, über den man immer stolpert. Und die Schlusssequenz dieses Filmes ist I will do my very best. Und ich denke, das können Sie sich auch vornehmen. Und das haben Sie sich vorgenommen, weil Ihr Verein ist eine Institution. Er gehört zur Geschichte dieses Ortsteils. Und das soll auch so bleiben. Und ich denke, es wird auch in den nächsten Jahren immer wieder Dinge geben, über die man sich erregt. Das bleibt nicht aus, weil eine Stadt verändert sich. Sie ist im Wandel. Und wenn Wandel ist, ist auch völlig klar. Den einen erfreut's und der andere sagt, mein Gott, muss ich das auch noch erleben. So sind Naturgesetze. Und deswegen ist es auch richtig, dass es den Verein gibt, wo man miteinander diskutiert und wo man auch dann mal zu dem Schluss kommt, mein Gott, Leute, lasst uns mal über den Tellerrand hinausgucken. Und ein bisschen Balsam auch auf Wunden geschmiert wird. Und insofern freue ich mich, dass ich eingeladen bin,
dass ich Ihnen gratulieren darf. Ich freue mich, dass ich hin und wieder auch bei Ihnen zu den Ausstellungen kommen darf. Und ich hoffe, dass das auch vielen, vielen, vielen meiner Nachfolgerinnen und Nachfolger auch möglich sein wird. Weil das ist hier ein Stück traditionelles Neukölln. Wobei die Ruder natürlich sagen, das ist hier Rudo und nicht Neukölln. Ja? Ja, war mir schon klar, bevor das Ei geflogen kommt, dass der Halbsatz da hinten ran muss. Das ist doch wohl logisch. Und ich habe ja schließlich einen Großteil meines Lebens oder den meisten Teil meines Lebens auch verbracht, bis es mich nach Kuku verschlagen hat. Ich kann Ihnen aber sagen, die sind da auch okay. Also ja, das ist in Ordnung da. Und ich war die letzten 3 Tage in Neapel. Und ich kann Ihnen sagen, meckern Sie noch ein bisschen, weil wir Berliner sind ohne Mecker gehen halt tot. Aber es ist schon bei uns in Ordnung und es gibt schlimmere Ecken, um zu leben, als in Neukölln, als in Rudow, als in Berlin. Und manchmal reichen ja auch 4 oder 5 Wochen mehr, um dann wieder aufzutanken, um zu sagen dann wieder, Mutti, jetzt wollen wir mal wieder nach dem Überwintern auf Malle nach Hause. Zu Hause ist am schönsten. Und ein Stück am schönsten haben wir hier bei uns in Rudow. Und dass es so ist, dafür sorgen die Eigenheim- und Grundbesitzer Rudow e.V. 90 Jahre und immer noch munter, immer noch die lustigsten am Start. Ja? Für alle Mütter heute zum Muttertag gibt es eines der schönsten Liebeslieder jetzt von mir. Und zwar Rot sind die Rosen. Nehmen Sie Ihren Nachbarn unter den Arm, schunkeln Sie mit. Machen Sie mit, das kenne ich, sagt er. Aber er ist heute nicht Mutter. Auf geht's. Wenn die Abendsonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht, dann komm ich heim zu dir, mein Schatz. Bei dir, da ist mein schönster Platz. Und nehm dich in den Arm und sag zu dir, rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und sag ich danke dir dafür, bist ja so lieb zu mir. Dankeschön. Rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen, so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich dann so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz. Und der Mond drückt wieder beide Augen zu. Und du magst es gern, was ich jetzt mit dir tu. Und dort am Fenster steht der Strauß, ein Rosenduft im ganzen Haus. Mein Schatz, so halt ich's lebenslänglich aus. Rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und sag ich danke dir dafür, bist ja so lieb zu mir. Rot, rot,
und mich dann so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz.